Jetzt schreibt ihr uns vor, was wir zu tun haben. Ihr wollt nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Das habe ich gerade gesagt, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Ja, die denken auch nur, Elfen sind sowieso alle gleich. Fuß, bro. Ha, jetzt habe ich doch die Treppe hochbekommen. Achso, da vorne liegt's. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Schön für die Familie. Ja? Ja, es hängt an der Wand fest. Der Jarl soll sich ruhig weigern. Jona, komm mal ein bisschen zurück. Er kann zurück. Uns nicht ewig ignorieren. Er wird dich aber ignorieren. Wie, was war das? Das war das Gleiche, was Ulfric mit den Abgeschworenen gemacht hat. Einfach Fusen. Er hat wahrscheinlich den vollen Schrei benutzt. Ja? Ich kann es nicht hochheben. Wo? Jetzt sieht ja momentan niemand zu. Es gibt viele widerliche Höhlen in Reach. Die Blindklippenhöhle ist eine davon. Ein dreckiges Hexenrabennest im Nordosten. Ja, vielen Dank, dass du das auf meine Karte verzeichnest. Ja? Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Nein. Mit der alten Klinge kann man ich muss dir gerade eine Lieferung abgeben. Verzieh dich. Gleich östlich der Stadt am Wasserwindfelsen gibt es eine kleine Höhle voller Skewer. Willst du mir nicht die komplette Karte spoilern und jeden einzelnen Dungeon und so eintragen? Werdet ihr in die Sidna-Mine verfrachtet? Ich verfrachte dich gleich in die Mine. Fuß! Du bist dann nicht mehr runter. Ich muss dich zurückbringen. Wir haben es gleich, Leute. Yay, ich verschwende Folgen damit, um so ein Ding zurückzuschießen. Fuß, bro. Hey. Ulfric benutzt die Drachenschreie, um Großkönig zu töten und Abgeschworenen hier zu vertreiben. Ich benutze so Gegenstände. Oh ne, er ist wieder zurückgeflogen. Durch die Luft zu schießen. So, wir sind ja hier wieder da. Hier, ich geb's zurück. Es war zu schwer für mich. Aber der Schlüssel zu deinem verkackten Museum behalte ich. Trollolol. Ja. Ich würde gerne sehen, wie die Sturmmäntel versuchen, in diese Schlucht einzudringen. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Hallo, Mr. Wach, ich mach nichts. Hier darf ich noch hin, ne? Weil in die einzelnen Kammern darf ich nicht rein, so viel ich mich erinnere. Jedenfalls wurde ich mal von der Wache angeschnauzt. Fael. Kann ich einfach mit Fael reden und fragen, was sie mag? Metfass. Ja, sie mag Met. Reden über Met. Ist sie zufällig? Hey, vielleicht trägt sie an... makelloser Granatstein. Komm, gib mir eine Pfeile. Das habe ich genau natürlich ausgerechnet. Ich wusste das, dass ich jetzt genau 111 Pfeile haben werde. Hey, du! Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Igmund. Lass uns über Kalselmo sprechen. Kalselmo? Was ist mit ihm? Na, wir sind hier...
Was haltet ihr von ihm? Was ich von ihm denke? Er ist ein seltsamer alter Mann. Schnüffelt ständig bei den Ruinen rum und vergeudet Zeit in seinem Museum. Scheint recht nett zu sein. Offensichtlich intelligent. Warum fragt ihr? Ihr habt keinen Zutritt. Also verschwindet. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen offen. Ich gehe ja schon. Sorry, ich konnte nicht antworten. Verschwindet oder bereut es? Ich bin doch schon draußen. Böse Wache, ekelhaft. Widerwärtig. Wir können natürlich auch zum Tag warten. Für eine bessere Unterhaltung. Ohne sich Wachen einmischen. Ich will aber Zutritt haben. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Met holen? Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet. Wie gemein er ist. Irgendwann wird das Lachen schon vergehen, so. Ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Siehst du den Jarl von Markarth irgendwo hinter dir sitzen? Und außerdem haben wir noch gerade geredet in deinem Zimmer, bis die Wache mich rausgescheucht hat. Nichts zu sagen? Ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Ich bin Reisender. Ich wurde hierher geschleppt von Sam. Warum auch immer. In Ordnung, ihr dürft euch dem Ton der Trauer nähern. Trauer. Aber passt auf, was ihr sagt. Warum ist er so traurig? Karl Selmo? Was ich von ihm... Scheint recht nett zu sein. Offensichtlich intelligent. Was? Ihr seid verrückt. Der alte Kauz interessiert sich mehr für tote Zwerge als für die Leute, die hier leben. Redet nicht so einen Mist. Es stimmt. Hört bitte auf, meine Zeit zu vergeuden. Ihr blamiert euch. Ja, anscheinend will sie uns nicht glauben. Sag mal, macht ihr hier eine Wanderung tagtäglich oder was ist los? Frage. Ich darf ihm auch eigentlich gar nicht zum Burg, ne? Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Willst du ein Duell, hä? Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es. Willst du ein Duell? Ich habe aber keine Karten. Also, aber sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Dass der auch nicht mal rauskommen kann. Ja, so Markarth. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Darf ich den umbringen, den Typ? Ich will doch nur mit dem Vogt reden. Kannst du noch zu deinem Jarl gehen? Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Über die geht doch. Wir müssen lediglich noch besprechen, wie viele Männer... Ach, da hinten habe ich keinen Zutritt, aber in die Kammer des Jarl darf ich reingehen, oder so wie? Einfach ist es nicht, Igmund. Es gibt Berichte über Abgeschworene hier in der Stadt. Ach, wirklich? Ist doch egal, ob sie in der Stadt sind. Wir bekämpfen sie dort, wo sie leben. Dann müssen wir nicht hier gegen sie kämpfen. Sie leben auch hier, mein Jarl. Das versuche ich euch zu sagen. Aber er will nicht zuhören von der doofen Jarl. Ne? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Ich habe eine Lieferung von Bofela. Oh, ja. Danke. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. Ah, meine Verschwiegenheit. Trank des Hengstes. Ach so, das war der Trank des Hengstes. So. Ah. Und ich dachte schon, ich habe natürlich niemals gedacht, dass du ein Pferd bist, also von daher. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Ein Drache. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ein Drache. Ich habe Briefe zu schreiben. Drachenzahnkrater. Der ist nicht zufällig in der Nähe von Rorikstadt. Doch. Da wollte ich eh hin, also von daher. Da schickt mich der Vogt hin, da schickt mich der Jarl hin.
Will mich noch vielleicht jemand hier so hinschicken, ungefähr? Das war doch da, oder? Ich meine, dass das da war. Hier. Aber hey. Ist ja egal. Hier schon wieder. Ja, sie schon wieder. Warte, wo ist diese verdammte Wache? Das. Wenn ich mich so an sie anschleichen kann, dass sie mich nicht sieht, steche ich sie ab? Ach, schade, er überlebt. Sechsfacher Schleichangriff, es reicht nicht! Was zur Hölle? Ah, das ist also hier das Hauptquartier der Talmor. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in... Epische Unterbrechung, sorry. Ich muss gerade ein Schloss knacken, muss aufhören zu reden. Ich bin ernsthaft schon fast 80 mit Schloss knacken. Einsamkeit. In Einsamkeit. Da komme ich auch noch irgendwann hin. Aber nicht in nächster Zeit. Ich habe die Zahl zerstört. Egal. Möchtest du mir auch noch ein paar Stahlpfeile gerne schenken? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine... Nee, hab ich nicht. Behalte deine Pfeile, ey! Verdammter Sturmmantelrebell. Ja, lass mich schneller laufen. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet! Böse. Bin weg! Du siehst mich nicht. Ich versteck mich hinterm Tisch. Was? Ich hab hier sehr wohl Zutritt. Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet! Mann, da soll sich man nicht so aufregen. Ihr habt hier keinen Zutritt. Ja, ja, halt Klappe. Wie empfindlich manche Leute sind. Ich will doch nur reden. Ihre Blutfamilie wird Gehör finden. Ja, mit dir rede ich nicht. Ich bin nicht so wie die Talmor. Aber vielleicht werde ich's ja. Wer weiß das schon? Moment. Das Dwemer-Museum darf ohne Erlaubnis des Hofzauberers nicht betreten werden. Ach wirklich? Warum nicht? Weil Kalzelmo niemanden hineinlassen will. Er leitet das Museum. Er stellt die Regeln auf. Habt ihr ein Problem damit? Dann sprecht mit ihm. Ihr findet ihn tagsüber vor den Ruinen. Einfach den Tunnel herunter. Ja. Ohne seine Erlaubnis darf niemand in das Dwemer-Museum. Es sei denn, alles in Ordnung? Jeder, der in das Dwemer-Museum will, tötet vorher nimmer. Da muss ich mal sagen, wir haben ja einen Schlüssel, wir können uns auch so Zutritt erschaffen. Wir dürfen uns dann nur nicht von den Wachen sehen lassen. Aber hey... Dwemer-Museum! Das besuchen wir dann in der nächsten Aufnahme-Session, meine kleinen Freunde nachts. Illegalerweise! Also bis dahin, ciao. Chicken ist böse! Du hast die Stimmung zerstört, Iona. Vielen Dank auch.